Hallo zusammen bei der Filmlounge, für euch jetzt Trailer und Review zum Film Black Mass. Der spielt in den 70er Jahren in Boston und dort möchte das FBI die italienische Mafia raus aus der Stadt haben, beziehungsweise eben besiegen. Und das versuchen sie mittels eines Informanten, der eben auch eher kriminell unterwegs ist, irischstämmig Whitey Bulger, gespielt von Johnny Depp. Und er soll sie eben mit Informationen versorgen. Und da ist noch ein sehr ehrgeiziger Agent John, der hatte zusammen so die Kindheit auch mit Whitey Bulger und versucht ihn noch immer wieder zu schützen, bis ihnen aber auffällt, dass die Figur von Johnny Depp, nämlich Whitey Bulger, dass er ausnutzt und seine eigene Macht in der Stadt damit ausnutzt und verstärkt, inklusive Mord und Drogenhandel. Wie das Ganze aussieht, das seht ihr hier im Trailer. Hey, mein Großer, hör mir genau zu und merk dir, was ich sage, denn dir werden dein ganzes Leben Lektionen erteilt, wieder und wieder. Und du musst daraus lernen, alles klar? Nicht was du tust, ist wichtig, sondern wann und wo du es tust. Und wem du was tust und wer dabei ist. Wenn niemand es sieht, ist es nie passiert. Jimmy, er ist 6. Denkst du wirklich, dass du sowas deinem Kind erzählen solltest? Ja. Still smelling like 10 keys. You can stop me if you try. Cause the devil is a liar. The devil is a liar. Come the truth. The devil is a liar. The devil is a liar. Come a liar. The devil is a liar. Jimmy, seit wann bist du raus aus Alcatraz? Oh, das ist fast 10 Jahre her. Ach, es ist wunderbar, dass du jetzt wieder hier bist, mein Junge. Wenn man den Trailer schaut, dann freut man sich erstmal, dass Johnny Depp nicht mehr aussieht wie ein Clown oder total geschminkt ist. Oder jetzt bei Mordecai dieses Jahr war er ja mehr so eine Karikatur, sondern wieder so eine menschliche Figur spielt. Und das ist auch ganz krass. Das ist nämlich ein Film, der auf wahren Begebenheiten basiert. Das heißt, alles, was man sieht, ist tatsächlich auf diese Art und Weise auch passiert. Natürlich gibt es da immer so fiktionale Dinge, die man noch so hinzufügt, weil es ist ja nun mal ein Film. Aber so vom Grundsätzlichen ist das so passiert. Und das finde ich dann immer sehr ernüchternd und sehr entgeisternd zu wissen, okay, sowas ist auch in der westlichen Welt immer noch wohl möglich, auch wenn es jetzt in den 70er Jahren war. Insgesamt sind da viele Schauspieler dabei, Benedict Cumberbatch, Joel Edgerton spielt hier den FBI-Agent John und natürlich dann auch einige andere noch dabei, unter anderem Johnny Depp, der spielt seine Sache wirklich gut, hat aber auch gar nicht die interessanteste Figur, denn man weiß ja von Anfang an, okay, er ist jetzt irgendwie so das Arschloch, er ist der Böse und da passiert natürlich auch nicht so viel in der Figur. Da ist die Figur von John natürlich schon weitaus spannender, ist ehrgeizig beim FBI, hat wirklich halt irgendwie so einen Auftrag für sich, den er erfüllen möchte, merkt aber auch, dass er ja noch sehr loyal ist und da passiert eben, dass man von diesen guten Dingen, die man möchte, eben aber auch viel Schlechtes tut und auf einmal verstrickt man sich und ich finde ja für Figuren, die sich in irgendetwas verstricken und nicht mehr wissen, wohin, weitaus spannender als Leute, die halt einfach nur böse oder wahlweise nur gut sind. Insgesamt ist das Ganze technisch auch toll umgesetzt worden, also man hat wirklich das Gefühl, man ist in den 70ern, schöne Kamerafahrten, also wirklich so insgesamt mehr als solide gemacht. Leider schafft es der Film aber jetzt nicht so den allerkrassesten Spannungsbogen zu ziehen. Man weiß eigentlich relativ zügig schon, in welche Richtung wird dieser Film gehen, gerade wenn man schon andere Filme im Mafia-Genre geschaut hat. Und da ist der Spannungsbogen auch jetzt wirklich nicht ganz so krass. Dadurch, dass auch extrem viele Figuren drin sind, verliert man eben auch schnell mal den Überblick. Da muss ich sagen, brauche ich immer alle einzelnen Figuren, wenn ich damit gefühlt mit 12 Johns und Jonathans und Matthews gab es jetzt nicht, ne? Nur dass man es einfach mal so versteht, umhergeworfen wird und die aber gar nicht immer so eine Relevanz haben und immer nur ein paar Minuten auftauchen, ist das für den Zuschauer schon schwierig und da hätte ich es gerne eher so ein bisschen verdichtet und das ist das Gleiche auch, dass es sehr viele redundante Elemente gibt, dass zum Beispiel, wenn man Johnny Depp sieht, oh ja, der ist jetzt auch krasser geworden und der bringt jetzt auch jemanden um, das muss ich nicht 4 oder 5 Mal sehen, ich weiß das auch beim 2. oder 3. Mal, dass der jetzt krass drauf ist und so ist der Spannungsbogen dann eher so geradlinig und eben nicht mal mit einem Peak,
ich sage so, boah, ich fieber jetzt mit. Das habe ich bei dem Film nicht und das hätte ich dann eher schon gebraucht und ist auch eher bei Filmen, die im ähnlichen Genre spielen wie The Departed, Goodfellas, Scarface und Co. natürlich eher gegeben. Dementsprechend ein durchaus solider Film für Fans des Mafia-Genres, auch sehr empfehlenswert, weil die Schauspieler eben eine tolle Leistung bringen und der auch gut aussieht, aber er ist eben nur leicht überdurchschnittlich und eben jetzt nicht total krass. Deswegen gibt es von mir 6 von 10 Punkten. Wie gesagt, Mafia-Genre-Fans dürfen da auf jeden Fall eine Kinokarte lösen. Andere natürlich auch, verbieten möchte ich es nicht. Was ich euch doppelt und dreifach erlaube, sind hier folgende Reviews, nämlich hier unten die Review zu Der Marsianer, der läuft ja aktuell auch noch im Kino. Und wer aber eher sagt so, ja, Marsianer ist ja gut und schön, ich hätte aber gerne mehr Fakten dazu, baller ich euch jetzt direkt noch das Faktenvideo von Der Marsianer auch hier unten rein. Wählt weise, am besten beide und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder hier in der Filmlounge. Macht's gut, adieu.